Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja versprochen, dass ich ein Video dazu mache, wie wir dieses UV-PMS-System auffüllen. Leider hat mein Modell sich vorher schon alles runtergefeilt gehabt, weil wir dachten, wir finden keinen Termin, der passend ist. Jetzt haben wir doch einen gefunden und ja, nun war schon alles unten. Da habe ich mir gedacht, okay, machen wir das dann beim nächsten Mal. Die Hand habe ich jetzt hier schon fertig gemacht. Hier hatte sie einen bösen Nagelbruch. Der ist jetzt aber schon mittlerweile verheilt und da zeige ich euch gleich, wie wir den denn auch mit diesem System sozusagen dann verlängern können. Und ja, damit legen wir jetzt gleich los. Also hier auf den beiden Fingern und auf dem Daumen habe ich das. Hier seht ihr das. Moment. So, das UV Gelish Bond. Auch von dem UV-PMS-System. Das gebe ich jetzt einfach auf die Naturnägel, die natürlich schon vorbereitet sind, einfach drauf. So einen kleinen Tropfen. Da werde ich noch mit einem Fiberglasstreifen arbeiten. Den werde ich da gleich noch draufkleben. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Also hier das Gelish Bond einfach in den Naturnagel einmassieren, wie gewohnt, ohne einen Primer drunter zu geben. Das ist nicht nötig. Wenn ihr euch sicherer fühlen wollt und sagt, oh, ohne Primer ist mir das unheimlich, dann könnt ihr auch den Sticky Ultra Bond Primer nochmal im Untergrund auftragen, wenn ihr das bevorzugt. Ihr könnt das natürlich auch bei einer gewöhnlichen Modellage verwenden, also wenn ihr mit einer Verlängerung arbeitet und nicht unbedingt das UV-PMS-System verwenden möchtet. So, einmassiert haben wir das Ganze. Jetzt nehme ich mir ein Fiberglasstreifenstückchen. Das ist so ein Gewebe, das ist selbstklebend und da schneide ich mir quasi für den gesamten Nagel so einen kleinen Streifen zurecht. Also ich klebe das wirklich auf den gesamten Naturnagel drauf, um wirklich zu gewährleisten, ja, dass er jetzt nicht so beansprucht wird durch die Hebelwirkung. Ach, jetzt habe ich mich hier verschnitten. Na, das macht nichts. Schneiden wir gleich nochmal zurecht. Ja, dass der nicht so strapaziert wird, zwecks Hebelwirkung und so, weil das wirklich von links nach rechts einmal durch ist. Ja, das kommt davon, wenn man Gartenarbeit macht und keine Handschuhe trägt. Nicht wahr? Ja, da wird gelacht. Sowas kommt von sowas. So. Also, wie gesagt, ihr müsst euch das dann so ein bisschen auf die Größe zurechtschneiden. Eventuell kann ich euch das auch demnächst im Shop anbieten. Weiß ich aber noch nicht genau. Also ich suche da immer noch nach dem passenden Anbieter. Ich weiß auch nicht, ich hatte das mal auf dem Shop gehabt, damals schon vor Jahren. Da habe ich mir einen richtig großen Vorrat bestellt, weil ich auch meine Kundin hatte, an der ich nur diese Technik angewandt hatte und hatte mir da ziemlich viel bestellt gehabt. Und diesen Shop gibt es aber nicht mehr. Und ja, das Zeug kommt ursprünglich aus Amerika. Und ja, da suche ich noch den passenden Händler dafür. Also, ja, falls ihr einen kennt, dann ran an den Speck sozusagen. Kauft euch davon auf jeden Fall was. Also für Nagelbrüche ist das wirklich ideal. Kann man nicht anders sagen. So. Und jetzt, da dann auch bitte keinen, also wirklich keinen Primer oder sowas darunter geben, weil sonst klebt das nicht. Und jetzt einfach das Haftgel eurer Wahl. Wie gesagt, ich nehme in diesem Fall das UV-PMS Gelish Bond. So einen kleinen Tropfen, beziehungsweise ruhig etwas mehr, da das Gewebe wirklich so ein bisschen durchtränkt werden muss, damit das Ganze transparent wird. Das kann jetzt auch sein, dass mein Modell jetzt hier gleich unter der Lampe im Dreieck springt, weil das dann natürlich wehtut, ist ja klar. Aber ihr müsst halt darauf achten, wenn ihr so einen Bruch habt, also der ist jetzt nicht frisch, der ist schon verheilt, es tut nichts mehr weh, die Wunde ist quasi geschlossen, da müsst ihr wirklich drauf achten, weil wenn die Wunde noch nicht geschlossen ist, da könnt ihr nicht mit der Modellage da drüber gehen, mit dem ganzen Feilstaub und dem Ganzen. Das wäre schadhaft, da zieht ihr euch nachher eine wunderbare Entzündung zu und das sollte keinesfalls sein. So, und wenn wir das gemacht haben, härten wir für 2 Minuten aus. So, ihr Lieben, ausgehärtet ist das Ganze und ihr seht, ich habe schon eine Schablone angebracht. Wir haben versucht, das gerade zu filmen, aber dadurch, dass der so blöd abgebrochen ist und kurz ist, war das wirklich unmöglich, gerade für mich im Bild zu sein. Also, ich habe die Schablone wie immer so ein kleines bisschen eingeschnitten, also auf den Naturnagel zurechtgeschnitten und habe sie dann halt
angelegt. Ihr legt die Schablone ganz gewöhnlich an. Sollte der Nagel wirklich so kurz sein, dass ihr arge Probleme habt, die Schablone anzubringen, könntet ihr mit diesem Fiberglasstreifen den Stückchen länger lassen, sodass ihr euch ein freies Nagelende schafft. Und dann könntet ihr die Schablone dort drunter schieben und dann damit weiterarbeiten. So, ich werde jetzt mit dem Einphasengel Beginner Jelly Gel arbeiten. Und zwar werde ich gleich den kompletten Nagel ausmodellieren. Das heißt, ich werde nicht erst die Verlängerung arbeiten und dann den Aufbau, sondern ich mache gleich alles in einem. So. Und das klappt mit diesem Gel wunderbar, denn das ist ja dieses Gel, was nicht fließt. Also auch für Anfänger geeignet. Ich trage jetzt hier mal so einen großen Knubbel für euch auf, damit ihr das auch sehen könnt. Es bleibt wirklich stehen. Ich hole euch noch ein Stückchen näher dran. So. Also ich denke, ihr könnt das gut sehen. Es bleibt da, wo ich es hingesetzt habe. Und jetzt modelliere ich mir den Nagel aus. Und wie gesagt, also das Fiberglas dient wirklich dazu, damit wir den Naturnagel stabilisieren, dass der jetzt nicht so einer großen Belastung ausgesetzt ist. Und ich werde den Nagel jetzt auch nicht ganz so lang arbeiten wie die anderen. Das mag sein, dass das ein bisschen ulkig aussieht, aber es dient wirklich der Sicherheit. Es nützt nichts, wenn man da so einen langen Nagel modelliert und der dann noch böser einreißt, abbricht oder sonst was. Also das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich hier mal so ein bisschen ulkig um die Kamera arbeiten. Ich hoffe, ich bin im Bild, ihr seht was. Und mein Modell schüttelt gerade den Kopf. Ich bin nicht im Bild. Du darfst auch was sagen, wenn du das siehst. Und so. Also ihr modelliert euch damit schon gleich den Aufbau. Und ihr seht ja, also ich mockel ja hier ziemlich lange rum und erzähle euch was. Und das Gel läuft wirklich nicht. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, das Gel. So, ich gucke jetzt mal noch so ein bisschen von der Seite. Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Und ihr könnt euch halt die Form aussuchen, die ihr möchtet. Ob ihr jetzt einen Square arbeitet oder halt eher in die Mandelform geht. Wir arbeiten ja jetzt eine Mandel. Die anderen Nägel sind ja auch schon in der Mandelform und dabei bleiben wir jetzt natürlich auch. Und ich arbeite mir die Mandel schon so ein bisschen vor. Also ich werde es mir jetzt hier auch wirklich verkneifen, den Nagel zu pinschen. Also wenn ihr schon einen Nagelbruch habt, pinscht euren Nagel bitte nicht noch zusätzlich. Also das würde ich euch auch überhaupt nicht empfehlen, denn wenn ihr jetzt hier an dieser Stelle, wo ihr denn zusammendrücken müsstet, wirklich den Nagel wieder richtig dolle zusammendrückt und pinscht, kann es passieren, dass euch der Bruch dann wieder aufgeht und das tut wahnsinnig weh und dann kann es wirklich zu richtig dollen Nagelverletzungen kommen. Also seht davon ab, denn wirklich solche Nagelbrüche dann noch zusätzlich zu pinschen. So, wir werden das Ganze jetzt einmal für 2 Minuten aushärten. Und dann holen wir euch gleich zum Design wieder mit dazu. So, als nächstes arbeiten wir mit der Gelish Base, auch von dem UV PMS System. Und da wir jetzt etwas längere Nägel haben und mein Modell ja auch wieder im Garten etwas rumgegraben wird, habe ich mir gedacht, ich werde das jetzt nicht aufstreichen, sondern ihr seht, ich habe hier so einen dicken Tropfen dran. Den trage ich hier jetzt mittig auf. So, also ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Und dann modelliere ich den Nagel ein wenig aus. Also im Grunde genommen müsst ihr nichts weiter machen, außer das Gel noch so ein bisschen verteilen. Denn es ist ja ein dünnflüssiges Gel und es fließt eigentlich schon dahin, wo es hin soll. Jetzt habe ich ein bisschen zu wenig genommen und trage mir hier nochmal was auf. Und ja, es zieht sich ja trotzdem glatt. Also ihr müsst da vielleicht maximal noch einmal drüber buffern, bis gar nicht feilen. Also das ist ja das Tolle an diesem System. So. Gut, und so haben wir den Nagel jetzt verstärkt. Schwupps. Und das Ganze lassen wir wieder für 2 Minuten aushärten. Nach dem Aushärten cleane ich den Nagel ab, denn ich möchte wieder mit meinen Smileline-Schablonen arbeiten. So. Einfach alle abcleanern. Dann gehe ich jetzt noch einmal mit dem Buffer drüber, damit die Smileline-Schablonen auch gut kleben. Und unseren reparierten Nagel feile ich mir jetzt in Form. Einfach ein bisschen schmaler nach vorne hin feilen und natürlich auch glätten das Ganze. Ist ja klar. So,
Ja, da müsst ihr halt gucken, wenn ihr jetzt keine Verlängerung dran machen müsst, also nichts reparieren müsst, dann würdet ihr jetzt einfach nur noch ganz leicht über die Nägel drüber waffern. Und wenn ihr keine Smileline-Schablonen benutzen möchtet oder halt nur ein Fullcover arbeiten wollt, dann müsst ihr auch überhaupt nicht abcleanern. Dann hättet ihr jetzt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte einfach nur ein Fullcover damit arbeiten, dann könnt ihr euch hier die passenden Lacke dazu. Also es geht auch mit anderen Gellacken. Da müsst ihr mal ausprobieren, wie stabil die sind. Das kommt auch immer noch so ein bisschen hinzu. Da ich jetzt hier auch gleich noch so eine Art Frenchie machen möchte, arbeiten wir jetzt auch nicht ausschließlich nur mit dem Lack, sondern wir tragen jetzt auch nochmal dann eine Schicht von der Base gleich nochmal mit auf. Außer an den beiden, da machen wir ein Fullcover. Und wie gesagt, wenn ihr ein Fullcover arbeiten wollt, könntet ihr auch rein theoretisch direkt in die Schwitzschicht damit arbeiten. So, ich werde das jetzt hier einmal grob zu Ende feilen und ja, dann holen wir euch gleich wieder zum Design wieder mit dazu. So, ihr Lieben, fertig gefeilt haben wir bzw. angebuffert. Jetzt nehme ich mir hier die Smileline-Kombikarte S. Die ist zurzeit ausverkauft, aber ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, dass ihr das auch mit den anderen Kombikarten machen könnt. Wir haben die jetzt hier schräg aufgeklebt. Die beiden, wie gesagt, arbeiten wir im Fullcover. Die Nägel habe ich jetzt trotzdem ein bisschen anmattiert und halt auch abgecleanert, weil das immer ein bisschen ungünstig ist, wenn man zwei nicht abcleanert und ja, dann hat man den ganzen Feilstaub da sitzen. Jetzt, achso, ich halte es euch nochmal in die Kamera. Das ist das Glamorous Taupe von dem UV PMS. Also das ist ein Gellack. Der ist relativ dickviskos und auch wirklich super schön deckend sind die Farben. So. Also ich liebe diesen Farbton. Mein Modell ist auch ganz begeistert. So, also hier auf dem kleinen Finger und auf dem zeige ich euch das jetzt nochmal. Also einfach die Schablone schön fest andrücken und dann einfach drüber lackieren mit dem integrierten Pinsel. Ihr könnt natürlich auch noch, wenn man sich mal sozusagen vermalt hat, also die Schablone auch nicht richtig gesessen hat oder so, das passiert ab und zu mal, dann könnt ihr natürlich auch mit einem feinen Pinsel oder so nochmal drüber gehen und dann auch nochmal so ein bisschen korrigieren. So. Und jetzt nehme ich mir meine Pinzette und löse die Schablonen ab. So. Schwupps. Und hier, wo ihr jetzt den Naturnagel seht, da arbeiten wir dann noch 3D-Blüten drüber. Genauso wie bei diesem Nagel. Da kaschieren wir halt auch diesen Bruch. Werde ich dann auch noch so ein bisschen mit einem Blütendesign kaschieren, dass man das dann nicht mehr so sieht. So, das Ganze lassen wir jetzt einmal ganz kurz anhärten und dann arbeiten wir uns das Fullcover. Das werde ich jetzt nicht nochmal mitfilmen. Ich denke, ihr habt das schon mitbekommen, was man damit alles Schönes machen kann. Und ich habe das ja auch schon ziemlich oft gezeigt. Deshalb arbeiten wir das jetzt einmal zu Ende und dann holen wir euch gleich wieder mit dazu. So, ihr Lieben, die Farbe ist drauf. Ich habe bei dem Nagel jetzt einfach nur nochmal drüber lackiert. Bei den restlichen Nägeln nehme ich etwas mehr auf. Ich zeige euch das jetzt hier an dem Nagel nochmal. Also ich setze auch wieder so einen kleinen Streifen, um den Nagel wirklich zu verstärken und die Farbe auch wirklich mit dem Gel zu umschließen. Ihr könntet auch, wenn ihr jetzt mit dem Modellieren unsicher seid, ihr könnt auch einfach dann zwei dünne Schichten auftragen und aufstreichen, beziehungsweise zwei satte Schichten. Und wenn euch das dann nicht gelingt, dass ihr das irgendwie glatt auftragt, dann geht ihr da einfach nochmal mit einem Buffer drüber. Also es ist aber auch wirklich eine ganz, ganz einfache Geschichte mit dem Gel, weil das wirklich super gut in Form fließt, weil es wirklich sehr dünnviskos ist. Und ja, da hat man halt wirklich keine Feilarbeit. Also ich muss jetzt mal irgendwie versuchen zu sehen, ob das hier alles glatt ist, weil ich mich jetzt hier gerade um die Kamera so ein bisschen wurschtel. Also die nimmt mir sozusagen meinen Platz weg, wo ich mich sonst eigentlich immer hinbewege und seitlich drauf schaue. So, ich denke, so ist er gut modelliert. Genau, das Ganze soll ja auch nicht zu dick werden. Also ihr sollt da keinen richtigen Aufbau modellieren müssen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und ja, wenn ihr das dann so ein bisschen ausgeglichen habt, dann gebt ihr das Ganze wieder für 2 Minuten in die Lampe. Und dann zeige ich euch als nächstes gleich hier diesen Bärchensticker. Das habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, wie ich diesen hier einlege. Jetzt tragen wir uns das Bärchen auf. Das soll jetzt auf dem Ringfinger. Und zwar, wie gesagt, so sieht der Sticker aus. Jetzt nehme ich mir den Nagelkleber aus meinem Shop. Also ich habe das ja vorhin ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert.
und trage da etwas von dem Kleber auf den Sticker direkt auf. So, und dann muss man ein bisschen zügiger arbeiten, weil der ja relativ schnell anzieht. Oh je, ja, jetzt, na gut, okay, jetzt ist er ein bisschen schief drauf. Ich hoffe, mein Modell verzeiht es mir, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das ist das, was ich gerade meinte, da muss man dann wirklich sich sicher sein mit dem Platzieren und vorsichtig sein, nicht mit den Handschuhen oder so irgendwie festkleben. Der klebt wirklich gut. Ja, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, dass er jetzt nicht hundertprozentig dieselbe Position hat wie unser anderes Bärchen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt. Und den Überstand, den wir jetzt haben, den schneide ich jetzt einmal mit der Nagelschere grob ab. So, hier das Öhrchen passt hier nicht ganz mit drauf. Achtet auch hier wieder bei diesen Stickern darauf, dass ihr euch zum Rand so ein bisschen Platz lasst. Notfalls könnt ihr das mit der Feile so ein bisschen wegfeilen. Und wenn das stellenweise nicht so gut geklebt hat oder kein Kleber da drauf war, da nehme ich mir einfach, also ich zeige euch das auch gleich, nehme ich mir einfach den Spotty und fülle mir dann noch so ein bisschen Kleber nach. Jetzt hier an der Stelle versuche ich das mal, das ist nur das Transparente. Gucken, ob das jetzt auf Anhieb klappt. Also diese Methode mit dem Kleber mache ich jetzt auch das erste Mal. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Bei dem anderen hatte das etwas besser geklappt, hatte ich den Eindruck. Aber wir kleben das hier jetzt trotzdem mal so ein bisschen fest noch. So. Also ich hoffe, ihr könnt das auch wirklich alle gut sehen, was ich hier so mache. Hier haben wir uns das Öhrchen vom Teddybären leider auf die Haut geklebt, weil ich den ja so schief angesetzt hatte, ich Trottel. Mal gucken, ansonsten, wenn mein Modell sich nachher die Hände ordentlich mal abschrubbelt, dann geht das auch wieder mit runter. So, jetzt hier am Rand schaue ich mir das Ganze noch ein bisschen an und setze mir hier, wie gesagt, mit dem Spotty noch etwas Kleber darunter und klebe die kleinen Stellen, die jetzt hier noch so hoch stehen, wieder mit an. Also entweder brauche ich da noch ein bisschen Übung oder das ist halt einfach nicht meine Technik. Probiert das einfach mal aus. Also funktionieren tut das mit dem Nagelkleber, aber ja, ich denke, da muss jeder wieder für sich selber so ein bisschen seine Lieblingstechnik sozusagen rausfinden, wie jeder für sich halt arbeiten möchte. So, ich drücke das Ganze jetzt hier gerade noch ein bisschen an, an den Stellen, wo ich ja nachgearbeitet habe. So, und jetzt nehme ich mir einmal die Feile und hier diesen Rand, den feile ich mir jetzt so ein bisschen weg, denn ich möchte ja nicht, dass das Gel dort abplatzt. Hier feile ich auch noch mal so ein bisschen lang, da steht nämlich so eine kleine Ecke hoch, das möchte ich nicht. So, gut. Hier auch noch mal so ein bisschen. Also das ist im Grunde genommen, behandelt ihr diesen Sticker auch wie so ein Nail Wrap. Da muss man ja auch immer so ein bisschen Platz zum Rand lassen. Gut, in der Regel hat man ja nicht so einen großen Sticker. Also die meisten, oder ich arbeite meistens nur Blüten damit. Aber heute wollten wir mal etwas Größeres gestalten. So, jetzt als nächste Schicht nehme ich wieder die Gelish Base und trage mir davon wieder mit dieser Tropfentechnik, wie ich es vorhin gemacht habe, um das Ganze auch gut zu ummanteln und auch nochmal zusätzlich so ein bisschen zu verstärken, weil die Nägel ja doch recht lang sind. Und ja, um das Ganze zu verstärken, wie gesagt, nochmal ein wenig mehr von dem Gel auftragen und das Ganze auch wirklich gut ummanteln. Und auch um kleine Dellen oder so, die jetzt möglicherweise entstanden sind, auszugleichen. Und im Anschluss kann man dann nämlich auch nochmal, ohne Sorge, sich den Sticker runterzufallen, mit dem Buffer da drüber gehen. Sollte man dann da doch noch so kleine Hubbelchen haben oder so, könntet ihr dann da halt auch, wie gesagt, mit dem Buffer noch drüber gehen. So, also wie gesagt, ich modelliere jetzt hier um den Sticker auch noch so ein bisschen drumherum, dass ich mir jetzt schon von vornherein diese kleinen Dellen so ein bisschen wegmodelliere. Also wenn ihr noch nie mit so einem Sticker gearbeitet habt,
empfehle ich euch, nehmt euch einen kleineren Sticker, der wirklich gut auf den Nagel Platz hat. Und da müsst ihr dann nicht so drauf aufpassen, dass der dann auch da sitzt, wo er hin soll und so weiter und so fort. Da habt ihr das dann ein bisschen einfacher. Theoretisch könntet ihr dann auch einfach nur noch drüber versiegeln. Am besten doppelt. So, jetzt muss ich nochmal von der Seite schauen. Ich muss jetzt einmal kurz aus dem Bild, weil ich sonst wirklich nichts sehen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber das muss jetzt wirklich sein. Dann drehe ich mir den Nagel noch einmal auf den Kopf. Das könnt ihr auch immer nochmal machen. Das dient dazu, dass das Gel wirklich in die Mitte reinfließt und euch nicht in den Nagelrand läuft. Und der Nagel dann wirklich auch eine schöne Form hat. Und die ganzen Bällen sich nochmal richtig schön glatt ziehen. So, einmal bitte umdrehen. Genau. Jetzt haben wir es und jetzt lassen wir wieder 2 Minuten aushärten. So, ich habe versiegelt mit dem High Gloss UV und LED, meinem Lieblingsversiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Und zwar habe ich das einfach direkt in die Schwitzschicht reingegeben. Also da müsst ihr nicht vorher cleanern. Und jetzt, ich teste hier gerade so ein paar 3D-Gelpinsel. Hier seht ihr einen, der ist ziemlich groß. Der hat auch so schicke Kristalle im Stiel. Ja, ich teste wie gesagt gerade und eventuell gibt es diese dann auch im Shop. Ich teste auch gleich noch, zeige ich euch auch noch ein, das ist hier wieder mit dem lila Acrylstiel. Das ist jetzt der Prototyp, den teste ich auch gerade. Das ist allerdings ein Pinsel, der wird wirklich sehr hochpreisig sein, voraussichtlich um die 20 Euro. Wenn ihr jetzt vom Stuhl fallt, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt Interesse an einem solchen Pinsel habt oder nicht. Also ich bin der Meinung, er ist wirklich super, super gut für diese 3D-Geschichten und man hat auch lange Freude daran, weil es wirklich was Hochwertiges ist. Und ja, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, den Preis habt ihr jetzt gehört, um die 20 Euro würde der kosten. Ja, wie gesagt, ich freue mich da über euer Feedback und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich zeige ihn euch auch gleich noch, wie er sich in der Verarbeitung macht. So, jetzt zeige ich euch diesen hier. Und zwar möchte ich relativ große Blütenblätter gestalten, denn wir wollen hier den Naturnagelbereich natürlich kaschieren. So, einmal, jetzt bin ich hier natürlich in so einer Position, wo ich meine Hand so ein bisschen verdrehen muss, um euch das so ein bisschen zu zeigen. Also zunächst mache ich einfach nur diese ganz gewöhnlichen Blütenblätter, also diese rundlichen, und dann werden wir gleich noch mit einem feineren Pinsel nochmal so ein paar kleine Akzente setzen. So, nochmal eins. Und jetzt gehe ich hier mit diesem Crystal Blue Pinsel, den mit der feinen Spitze, gehe ich daher. Und Moment, ich zoome mal ein bisschen näher dran. So. Und jetzt ziehe ich mir hier einmal die Spitzchen so ein bisschen nach oben. Gerade so, wie ich mir das so vorstelle, dass es gut aussieht. Ruhig auch so ein bisschen kringelig und schnörkelig. Und dann ziehe ich ein paar kleine, ja, wie so Streifen sozusagen rein. Und das gibt der Blüte nochmal eine ganz andere Struktur, als wie immer nur dieses schnöde Runde. So. Ich wische den Pinsel immer zwischendurch sauber, damit ich da nichts dranhängen habe von dem Gel. Ja, und so gestalte ich mir meine Blütenblättchen. Also mal so ein bisschen was anderes. Ein bisschen Abwechslung. So, jetzt schaue ich nochmal frontal drauf. Genau. Ja, so finde ich, sieht das jetzt gut aus. Hier setzen wir dann nachher noch im Anschluss einen kleinen Blütenmittelpunkt dran. So, ihr wisst ja, das 3D-Gel, das verfließt nicht. Hier habe ich schon mal ein bisschen was vorgearbeitet am Zeigefinger. Also ihr seht auch wieder mit den großen, in dieser großen Blütenblattform gearbeitet. Hier noch so ein bisschen reingezogen und halt diesen Bereich, der verletzt ist, habe ich somit kaschiert. So, auf dem Nagel hier arbeite ich jetzt, wie gesagt, mit diesem hier, mit dem neuen Pinselchen. Oh, jetzt ist mein Modell mir hier an die Hand gekommen. Jetzt haben wir das Motiv versaut. Jetzt müssen wir gleich nochmal ran. Ist nicht so schlimm. Ich wische es einfach nochmal runter, dann könnt ihr auch gleich nochmal zuschauen. So. Einmal ein bisschen trocken wedeln. So. Also ich nehme jetzt hier nochmal meinen großen Pinsel. Nehme mir da etwas von meinem weißen 3D-Gel auf. Das aus meinem Shop benutze ich hier gerade.
und lege mir Blütenblatt Nummer 1 hier oben dran und drücke den Pinsel auch wirklich gut platt und drehe seitlich. Das ist jetzt aus dieser Position nicht ganz so einfach, weil ich hier relativ gerade sitze und normalerweise müsste ich mich so ein bisschen schräg setzen. Aber ich versuche das jetzt hier mal für euch. So. Und hier ziehe ich mir mein zweites Blütenblättchen. So. Und jetzt nehme ich mir wieder meinen feinen Pinsel, meinen Striper-Pinsel und ziehe auch bei diesem Blütchen hier ein bisschen diese kleinen Zipfelchen weiter raus. So. Also da könnt ihr halt ja gestalten, wie ihr das möchtet, wie ihr das gut findet. Und ich ziehe mir halt auch hier wieder so eine kleine Struktur mit in das Blatt. So. Und hier oben. Und nochmal am Rand. Und natürlich geben wir auch diesem Design einen kleinen Blütenmittelpunkt. So, damit uns das jetzt gleich nicht nochmal passiert, lassen wir das jetzt erstmal kurz anhärten. Das könnt ihr zwischendurch machen. Achtet aber darauf, dass das insgesamt nicht zu lange ausgehärtet wird, weil sonst kann es passieren, dass euch die Farbe gelb wird irgendwann, wenn ihr zu lange im UV-Gerät bleibt. Als nächstes zeige ich euch kleine runde Blüten, wie gesagt, mit dem lilanen Pinsel. Und auch hier gehe ich wieder in das Gel, nehme mir etwas auf. Und zwar möchte ich dem kleinen Bärchen hier oben auf dem Köpfchen so eine kleine Blüte gestalten. Ich drücke auf und drehe seitlich weg, um mir eine kleine Blattspitze zu arbeiten. Also wie gesagt, der Pinsel ist unheimlich gut, finde ich. Aber ja, Qualität hat seinen Preis, wie man so schön sagt. Also wie gesagt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ob ihr jetzt sagt, die Alte hat einen Knall. Oder ob ihr sagt, naja gut, ich investiere einmal und habe dafür gutes Material. Also seid da auch ruhig ehrlich, wenn ihr jetzt sagt, nee, also so viel bei aller Liebe nicht, möchte ich nicht, ist das völlig in Ordnung. Und ja, so, aber ihr seht ja, das funktioniert wirklich richtig gut damit. Also ich bin, wie gesagt, begeistert von diesem Teil. Ich möchte behaupten, also ich persönlich kann mit diesem Pinsel, das sage ich jetzt auch nicht einfach nur so, ich kann mit diesem Pinsel noch ein bisschen besser arbeiten als mit dem zum Beispiel von Trendnails, den ich immer benutzt habe, weil ich finde, dass der hier eine noch schönere Struktur bildet. So, hier unten an der Hand vom Bärchen mache ich jetzt auch nochmal ein paar Blättchen. Also das ist jetzt aus der Perspektive echt ein bisschen schwierig, weil ich mich nicht so seitlich drehen kann, wie ich es gerne hätte. So. Und hier mache ich jetzt auch noch ein Blütenblättchen. So. Und wenn dann nachher gleich der Mittelpunkt noch mit reinkommt, dann sieht das auch gleich richtig, richtig niedlich aus. Hier auf dem Finger mache ich das gleiche jetzt nochmal. Also ich setze wieder so kleine runde Blüten. So einmal. Ich setze die jetzt, genau, jetzt muss ich mal darauf achten, dass ich die auch seitenverkehrt arbeite. Das hatte ich euch ja auch schon mal ans Herz gelegt. Wenn ihr Nail Art arbeitet, arbeitet nach Möglichkeit seitenverkehrt. So, ich drücke auf und drehe den Pinsel seitlich weg. Blättchen Nummer 1. Also ihr seht, dass diese Blättchen wirklich eine ganz tolle Struktur, wie ich finde, erhalten. Also mir gefällt das richtig gut persönlich. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. So. Und noch ein Blättchen hier. Schwupps. Und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt muss ich mich wieder so rumbiegen. Okay. Und hier möchte ich auch noch ein dreiblättriges Blütenblättchen oder beziehungsweise eine dreiblättrige Blüte hinzaubern. Einmal so.
So, aber ich merke, aus der Perspektive ist es für mich echt schwierig. Ihr habt es ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Ich mache den Finger jetzt einmal zu Ende, härte zweimal 2 Minuten aus und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. Während mein Modell gerade in der Lampe ist und die Blütchen aushärten, zeige ich euch das jetzt nochmal aus einer bequemeren Perspektive, damit ihr das auch wirklich nochmal richtig sehen könnt, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher war, ob ich immer im Bild war. Und zwar so, also Pinsel aufdrücken, seitlich wegdrehen und jetzt habt ihr ein ganz tolles Blütenblatt mit einer wirklich schönen Struktur. Hier seht ihr das jetzt einmal. Ich kann gleich noch eins machen. Also das ist hier jetzt auch ein kleinerer Pinsel. Ich habe noch einen, der ist ein bisschen größer. Also im Prinzip genau der gleiche, nur noch eine Nummer größer. So, also ich denke, ihr könnt da wirklich sehen, dass diese Blütenblätter dann wirklich eine schöne Struktur erhalten. Und ja, also wie gesagt, mir gefällt der richtig gut. Und man kann halt auch mit diesem Pinsel ja diese Spitze auch noch ein bisschen besser hinbekommen. Denn es ist ein bisschen einfacher, diesen Pinsel sozusagen, ihr braucht den wirklich nur einmal seitlich drehen und schon habt ihr wirklich eine Blattspitze. Also ich habe jetzt hier nicht versucht, eine Blüte zu machen, aber ihr seht, denke ich mal, dass das so ganz gut funktioniert und die Blättchen dann wirklich eine schöne, schöne Blattspitze erhalten. Ich setze hier nochmal eins hin, um euch das nochmal zu demonstrieren. Also ihr könntet hier auch so ein Schnipselchen dran setzen, Pinsel platt drücken sozusagen, dass er sich auffächert, ein bisschen ziehen und seitlich wegdrehen und ihr habt eine Blattspitze. Na? Also, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt warten wir noch ein bisschen, bis mein Modell quasi fertig durchgehärtet ist. Und dann möchte ich mit einem schönen Goldton, das ist ein ziemlich alter Geltiegel, das ist vom Mini-Preis Nail Shop mal gewesen. Aber das ist ein ganz, ganz toller Goldton, wie ich finde. Also das ist so ein richtig, so ein richtig toller Gelb-Goldton. Und ich zeige es jetzt nochmal an dieser Hand hier. Da haben wir es ja schon aufgetragen, da konntet ihr das ja schon sehen. Und ja, ihr könnt natürlich auch Steinchen oder sonst irgendwas nehmen, wobei ich mit Steinchen immer gerade bei Modellen oder Kundinnen, die vielleicht auch viel mit ihren Händen arbeiten, die Steinchen fallen ja meistens dann doch irgendwann ab. Und bei so einem Gelklecks, da geht ihr auf Nummer sicher. Und ja, ich habe dann einfach nochmal mit einem Versiegelungsgel noch so einen kleinen Tropfen mit einem Pinsel aufgestrichen, sodass das dann auch natürlich richtig schön glänzt. So, jetzt sind wir hier schon fertig und können weitermachen. Und los geht's. Ich setze mir einfach nur kleine Blütenmittelpunkte. So. Mit dem Gelb-Gold-Gel. Wie gesagt, also ihr könnt da auch jede andere Farbe nehmen, die euch halt am besten gefällt. So. Und dann gehen wir im Anschluss gleich noch mit dem Nagelöl drüber und holen die Schwitzschicht von dem 3D-Gel natürlich runter. Also ich persönlich mache das am liebsten immer mit einem guten Nagelöl. Dann, ja, das beeinträchtigt dann den Glanz des Versiegelungsgels nicht und es pflegt gleichzeitig, was natürlich auch von Vorteil ist. So, und das Schöne bei solchen Gelklecksen, ihr könnt die auch an so einen Rand ranarbeiten, was ja mit Steinchen immer nicht so toll ist. Da passiert dann aber trotzdem nichts. So. Und hier setze ich mir auch noch meinen großen Klecks und am Daumen auch gleich noch. Also wenn ich so kleine Gelpunkte arbeite, da mache ich den Daumen dann auch immer gleich mit. So, hier mache ich den Mittelpunkt auch etwas größer. So. Und so lassen wir das Ganze jetzt nochmal 2 Minuten durchhärten. Und wie gesagt, dann nehme ich mir etwas von dem Versiegelungsgel, nehme einen feinen Pinsel und streiche das über die kleinen Pünktchen nochmal drüber. Lasse das auch wieder 2 Minuten aushärten. Und dann holen wir euch gleich nochmal zum Endergebnis mit dazu. Meine Lieben, hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Also wir sind begeistert. Ich zeige es euch jetzt nochmal ganz nah mit dem süßen Teddybärchen und den süßen Blümchen. Sieht aus wie kleine Gänseblümchen.
Und ja, also uns gefällt es richtig, richtig gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Motiv auch gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Pinsel haltet. Und ja, dann bis bald, ihr Lieben. Ciao.